Herzlich willkommen von der Nidertalbahn. Wir sitzen heute in der Regionalbahn und fahren das allererste Mal diese Strecke. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal hier etwas genauer an. Ja, und es geht nicht so sehr darum, den Fahrplan heute einzuhalten, sondern hauptsächlich nur darum, sich das Fahrzeug und die Strecke mal etwas genauer anzugucken. Das ist tatsächlich mein allererstes Mal hier auf dieser Strecke. Ich war vorher nicht hier unterwegs. Habe nur das Einführungstutorial für die 628 gespielt. Das heißt also, alle Eindrücke, die ihr habt, das sind im Grunde meine ersten Eindrücke überhaupt. Hier den Bremsschlüssel einmal rein und einmal auf zugeschaltet. Führerbremsventil, ja, lassen wir mal so ganz leicht eingebremst. So, wichtig hier den Netzschalter auf ein. Das können wir mal auf 100% stellen. Instrumentenbeleuchtung auch. Instrumentenbeleuchtung schalten wir gerne an. Zuglichter gerne an. Da, durch den Zug werden wir gleich auf jeden Fall noch wandern. Einmal hier die Spitzensignale. PZB angeschaltet. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Zugspitzensignale sind an. Das ist die PZB. Okay, dann haben wir noch eine Minute. Kontrollieren mal, ob das Zuglicht an ist. Jawohl. Dann, ja, das hier ist Stockheim. Und es sieht sehr hübsch aus, sehr idyllisch, ne? Wir haben hier sehr viele Details verbaut. Sowas wie Überschreiten der Gleise für Unbefugte verboten. Hier haben wir eine andere 628, die gleich auch losfährt, denke ich. Hier haben wir Stellwerke. Sieht doch wirklich sehr hübsch aus, oder? Hier noch extra mit so einem Blumenkasten. Hier noch Autos, die hier dazwischen geparkt sind. Wir haben hier Kirschblütenbäume. Irgendwelche Sachen, die hier nebenbei abgestellt sind. Das ist doch wunderschön, oder? So, Türen zu. Sie fahren das nicht mal aus, damit wir uns die Strecke etwas, damit wir uns ja nur die Strecke jetzt mal angucken können. Und was wir auch haben, Formsignale. So. Wir dürfen 40 fahren. Oh, habt ihr das gehört? Das war der KI-Zug, der gepfiffen hat an der Pfeiftafel. Das müssen wir jetzt, by the way, auch machen. Machen wir jetzt auch. Sehr schön. Das liebe ich ja jetzt, dass wir endlich mal Pfeiftafeln haben. Und direkt nochmal. Sehr schön. Was dürfen wir? Wir dürfen 40 fahren. Und nach der Weiche dann 60. Hier die Kirschblütenbäume an der Seite. Wir können selbstverständlich. Oh, wir sind so schnell. Selbstverständlich das Fenster aufmachen. Ne? Das geht. Geht auch auf der anderen Seite. Das ist alles kein Problem. Ja, wir sind unterwegs ganz normal hier im Fahrplan. Ne? Nichts Besonderes in diesem Sinne. Kein Szenario oder so. Sind hier zur Mittagszeit unterwegs, 14:20 Uhr. Damit auch alles hier, damit wir alles praktisch bei bester Beleuchtung sehen können. So. Was haben wir hier? Das sieht so ein bisschen aus wie Mais. Und hier haben wir vielleicht Weizen. Hier links so ein Telegrafenmast oder so ein Strommast. So, 60 ist auch, glaube ich, die V-Max auf der Strecke hier. Und Pfeiftafel vor dem Bahnübergang. Schön. Da Tulpen. Hier das BÜ-Signal, das blinkt. Sehr schön.
Blinkendes BÜ-Signal heißt, dass der Bahnübergang gesichert ist. Wenn das BÜ-Signal nicht blinken würde, dann wäre es im Grunde genommen ein Halt zu erwarten. Apropos Halt zu erwarten, die müssen da anhalten. Na? Bisschen überschossen. Ja. Erster Halt direkt schon. Ja. So, wo sind wir hier? In Glauberg. Hier. Schönes Bahnhofsgebäude. Türen zu. Bisschen was an Dekoration abgestellt. Ja, der Bahnübergang. Oh, ich dachte, ich habe die Türen geschlossen. Ja, ne? Ne? Sieht doch schön aus. So, Bremsventil lösen. So, wir sind jetzt schon ein bisschen zu spät, aber... Ja, warten wir noch, bis sich die Bremse vollständig gelöst hat. So, jetzt können wir. Ich werde mal beim nächsten Halt werde ich mal den Sammel halten, sodass ihr die Anfahrsounds von außen auch mal euch anhören könnt. Hier haben wir irgendwie eine Form von Industrie. Meisterfenster. Fensterbauer, Macher. Hört ihr diese Schienenstoßgeräusche? Ne, sind das Schienenstoßgeräusche? Ne, das ist, glaube ich, die, im Grunde genommen die, die Verschweißung von zwei verschiedenen, ich weiß nicht, ob das irgendwie hier, da sieht man das sehr, ja, da sieht man das. Seht ihr das immer, wenn der Zug praktisch hier drüber fährt, dann hört man dieses Stoßen. Und das ist ja Hammer, dass das hier mit verbaut worden ist, dass man das sehen kann. Wir können uns das nochmal angucken. Oh. Ich habe den Bahnübergang übersehen. Pardon. Also guckt euch mal hier die Vegetationsobjekte und alles an. Ich komme ja gar nicht dazu, nur im Führerstand zu bleiben. Das ist ja fast schon zu schade. Hier auch diese Bäume. Die sind definitiv neu. Die haben wir vorher nicht gehabt im TSW. So, müssen wir das bestätigen? Ich glaube schon, oder? Nee, das war... Nee, das war, glaube ich, nur so eine Art Einfahrtafel. Das ist jetzt falsch. Hier, BÜ-Signal blinkt. Ne? So eine Art Haltepunkttafel. Ja, nee, Haltepunkttafel ist auch falsch. Hat halt markiert, dass der nächste Haltepunkt voraus ist. 500 Meter noch. Da sehen wir, der BÜ ist gesichert. Mal langsam halten. Und hätten da schon vor 40 Sekunden ankommen sollen. Da hat aber jemand einen Swimmingpool. Habt ihr das gesehen? Ups. Den will ich auch haben.
Okay, wir sind ein bisschen zu langsam. Hier eine Trauerweide. Auch neu im TSW. Also ich weiß nicht, wie euer erster Eindruck ist, aber meiner ist, diese Strecke ist verdammt schön hier mit entsprechenden Schildern. Wir können mal gleich jetzt ganz kurz mal durch den Innenraum wandern. So, der Motor wird natürlich nicht lauter beim Bremsen, weil wir keine Motorbremse haben, ne? So wie ich das zumindest verstehe. So, dann wandern wir einmal, gucken uns mal den Innenraum kurz an. Hier auch natürlich alles detailliert. Hier ist übrigens die SIFA, ne? Wenn man die Klappe hier aufmacht, dann kann man hier die SIFA bedienen. Aber wie gesagt, SIFA lässt sich aus. Wir können uns hier selbstverständlich auch hinsetzen. Ne? Machen wir auch mal so eine Passagiermitfahrt. So, Türen wieder zu. Gucken uns einmal noch ganz kurz hier um. Ach, schön, hier noch so eine kleine Leiter. Ah, ist das herrlich, damit man hier hochklettern kann und die Früchte aufsammeln kann. Hier in Lindheim. So, dann hören wir uns jetzt mal den Anfahrsound an. Von außen. Hier haben wir eine kleine Scheune. Ja, so ein Bauernhof. Ja, also ihr müsst es mir verzeihen, dass ich hier die ganze Zeit jetzt, dass das jetzt keine Führerstandsmitfahrt im klassischen Sinne ist, ne? Sondern dass es jetzt wirklich einfach mal die neue Strecke aufs Genaueste begutachten und inspizieren. Sehr landwirtschaftlich hier. Oh, wir sind so schnell. Was mir auch sehr gefällt. Entschuldigung. Was mir auch sehr gefällt, ist, dass wir hier keine so aufploppenden Bäume haben in der weiten Distanz, ne? Sondern die Bäume, die sehen halt einfach gut aus. So, das müssen wir gleich bestätigen, ne? Ja. Ups, ne. Falsche Taste. So, ja, Formsignale auch wunderschön. Das erste Mal im TSW. Zumindest was deutsche Strecken angeht. So, und dann sind wir gleich in Altenstadt. Und da halten wir natürlich an. Haben dort ein haltzeigendes Signal vor uns. Ah. Genau, weil der Gegenzug da vorne auf uns wartet. Wir haben BÜ.
Und wir halten an. So, der hat jetzt HP 2 und darf ausfahren. Hier in Altenstadt. Also hier die ganzen Details, die hier drin sind, ne? Also, das ist schon wirklich ganz großes Kino. Hier, das ist übrigens auch bedienbar, der Mechanismus zum Absenken der Signallampe. Ich weiß nur nicht genau, Moment, was genau macht das eigentlich? Signallampe. Ah. Ah. Ach, sehr cool. Wie cool ist das denn bitte? Dann heben wir das wieder an. Und tschüss. So. Gucken wir uns hier noch die Details an. Hier so Blumenbeete. Irgendwelche Tonnen. Berchtesgaden. Leute, die hier rumstehen. LKW. Huch. Und wirklich ausgebaut, kilometerweit ausgebaut, ne? Bremse löst sich und ich trinke mal einen Schluck Wasser. So, BÜ-Signal blinkt, das heißt, der Bahnübergang ist gesichert. Ausfahren dürfen wir mit 40. Und können uns, glaube ich, auch dann direkt befreien. Na. Und können direkt hoch auf die 60. Das finde ich so schön, dass man diese Geräusche hört von der Vernietung der Schienen. Das ist echt cool gemacht. Man das sogar sehen kann. So ein kleiner See. Wow, auf dem See ist sogar ein bisschen Grünzeug drauf. Man sieht so ein bisschen umgekippt aus. Oh, kleiner Freeze. Na? So. Jetzt wollte ich in die Außenkamera. Da freest das manchmal ganz kurz. Wir haben übrigens auch ein Zugziel, ne? Bad Vilbel. Man kann es nur leider schwer erkennen. Da haben wir noch eine Geschwindigkeitstafel für Autos. Dann halten wir gleich in Höchst. Und wenn wir auf die Uhr gucken, Achtung, Witz, das ist auch schon allerhöchste Eisenbahn. Deshalb schalten wir noch mal ein bisschen Leistung auf. So, hinter der Kurve ist dann, glaube ich, auch höchst.
Jawohl, da ist es. Nehmen wir so ein Bar. Nehmen wir auf zwei. Jawohl, zwei Bar müssten reichen. Mhm. Das sieht doch gut aus. Ja, hier sind wir in Höchst. Schön, wie auch einfach alles so ausgebaut ist, ne? Das ist unglaublich. Ich glaube, wenn wir übrigens mehr Wind einstellen, würde sich auch das Ganze viel stärker bewegen. Das bewegt sich ja jetzt schon. Wir sehen es hier bei dieser... Ist das eine Buche? Also ich muss sagen, die Strecke sucht ihresgleichen. Da lege ich mich fest. Ich glaube, es gibt keine schönere Strecke im TSW als die Niddertalbahn. Und ich glaube, dass selbst Leute, die eigentlich nur so auf Highspeed stehen, schon ihren Spaß damit haben können. So, Bahnübergang. Hier sehen wir auch so ein kaputtes Andreaskreuz. Auch schön. Ich glaube, das ist sogar ein Collectible, dass man diese kaputten Andreaskreuze wieder ganz macht. Hier einmal über diese Brücke oder auf dieser Brücke über den Fluss. Oh, wir sind viel zu schnell. Okay, gut. Ich bin noch nicht so ganz firm mit Formsignalen. Verzeiht es mir bitte. So, BU-Signal blinkt. Sehr schön. Und da vorne ist Eichen. Jetzt habe ich gerade ein schönes Detail entdeckt, das zeige ich euch sofort. Sobald wir angehalten haben. Ja, die Strecke ist übrigens gebaut von TSG, von Trains in Germany, einem Third-Party-Entwickler. Ups, ein bisschen mehr Bremskraft jetzt, bitte. Bisschen drüber. Okay. So, was wollte ich euch jetzt erstmal zeigen, bevor ich weiter über TSG rede? Und zwar... Moment. Das müssten wir jetzt gleich hier irgendwo schon sehen. Da. Da haben wir praktisch diese Kilometrierungssteine. Hier haben wir so einen abgehackten Baum. Ein paar Pilze. Noch mehr Pilze. Was ist das? Noch mehr Pilze. Hier sind sogar Pilze. Ey, guckt euch das mal an. Das sind doch Brombeeren. Leute, Leute, das ist echt, das ist Fahren. Wie einfach die Waldvegetation anders aussieht, als die Vegetation praktisch an anderen Stellen. Was ist das da? Hier so ein riesiger Felsen. Hä? Was ist das? Ach, krass. Das ist, glaube ich, einer dieser Collectibles, nur in riesig. Und was ich auch gerade gesehen habe, ich mache schon mal die Türen zu, fand ich auch sehr schön. Hier.
ein neuer Fußballplatz. Wir haben vorher immer nur diese Grünen gehabt. Und jetzt haben wir so einen Bolzplatz. Auch hier, ey, kilometerweit ausgebaut. Ich bin wirklich fasziniert. Ich bin begeistert. Begeistert. Beghostet, wie man auf Englisch sagen würde. So, Bremszylinder entleert sich und wir schalten mal Leistung auf. So, gucken wir mal. Das hier ist, glaube ich, nicht bedienbar. Genauso wenig wie das hier. Aber okay. Da ist die Sifa, da können wir noch irgendwas anderes auch noch machen. Stellen wir uns mal hier am BÜ hin. Hier, das wirkt so ein bisschen wie so eine Art Moorlandschaft. Oder? So ein bisschen, ne? Ist das nicht herrlich? Das ist so idyllisch. So, als nächstes sind wir dann in Heldenberg, Windecken. Einmal durch den tiefsten Wald durch. Also da muss ich sagen, so von der Streckengestaltung her erinnert mich das fast schon eher so an die Videos so Transport Fever 2 von Hans Dampf. Liebe Grüße. Das ist schon echt ganz hohe Klasse. Apropos, wenn wir schon bei anderen Leuten sind, die Videos machen, der Train Gamer müsste auch die ein oder anderen Videos von der Nidertalbahn schon gepostet haben oder im Laufe des Tages hochgeladen haben. Auch da schaut da mal gerne vorbei, falls ihr noch mehr Eindrücke davon braucht, von anderen Personen. Falls ihr noch nicht wisst, ob die Strecke was für euch ist oder nicht. Ich versuche sie hier so gut wie nur möglich zu präsentieren. Ah, wir haben ein Langsamfahrt zu erwarten. Und zwar mit 40. Dann sind wir gleich in Heldenbergen.
vorbei. Und jetzt gleich müssen wir halten. Oh, da rechts ein bisschen KI-Verkehr. Seht ihr es gerade? Da rechts eine 110 mit Mindlingen. Von der linken Rheinstrecke. Ja, da zieht sie entlang. Eine der wenigen elektrifizierten Stellen. Die Baureihe 103 ist übrigens auch hier zu sehen auf der Strecke. Ebenfalls auf diesem Streckenabschnitt hier. Natürlich nur reiner KI-Verkehr. So. Und wir halten an. Gucken uns hier mal um, was wir hier so haben. Hier so eine Unterführung, ja, das kennen wir. Sehr schön, hier wächst auch ein bisschen was. Ich glaube, im Winter, wenn man hier langlaufen würde, dann würde hier einfach gar nichts wachsen. Hier das Stellwerk von Heldenbergen. Das Bahnhofsgebäude. Noch so eine kleine Terrasse. Hui. Sind wir einmal. Oh. Hallo. Hält die hier? Ja, ne? Ich glaube schon. So, wir fahren aber da links ab. Sehr schön, oder? Hier die Mintlinge und die mintgrüne 628. Wir befreien uns und gehen mal hoch auf die 40, ja. Und sagen Tschüss zu der 628, zu der 110. Fährt auch gerade ab. Jetzt geht's ordentlich bergab gerade. Ist das Halt für Rangierfahrten? Das braucht uns nicht zu interessieren. Also erstmal das Bild. Wunderschön. Und dann praktisch dieses Gebäude. Gebäude hier. Da tuckern wir entlang und da zieht die 110 davon. Wir ziehen hier von dannen. Nächster Halt dann Niederdorffelden. Hier noch so ein kleiner, ja schön, so ein kleiner Mini-Fußballplatz und improvisierter.
Herrlich. Was wir auf jeden Fall auch machen werden, machen müssen, ist mal eine Fahrt im Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Das wird natürlich auch ganz toll. Übrigens ist dieses Video, ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnt haben, aufgenommen auf einer Beta-Version, die mir vorab zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt also, es kann sein, dass das Gezeigte nicht 100% dem Release entspricht, aber ich glaube, da wird sich auch nicht so viel ändern. So muss das quittiert werden, denke ich. Müssen wir 40 fahren. Wenn wir hier durch diese enge Kurve. Und einmal durch den Tunnel durch. Na, habe ich das Führerscheinslicht an? Guck mal, wie schön das aussieht. Müssen wir. Nein. Ich dachte kurz, wir müssen hier anhalten. Hier in Büdelsheim, Loberhess, der Oberhess. Oberhessen. Ja. Müsste, glaube ich, die erste Strecke sein, die nur in Hessen gesettet ist, ne? Gut, Kassel-Würzburg. Ja, Kassel ist in Hessen, aber die Strecke ist ja, glaube ich, tendenziell mehr Bayern als Hessen. PZB hat sich selbst befreit. Wir können jetzt gleich hoch auf die 60. Ein Friedhof. Interessant. Mit Blumen. To my love, you will be with me forever and always. In remembrance. Okay. Das läuft das. Aha. Interessant. Muss man sich nochmal näher angucken, ob da nicht irgendwelche Hinweise verbaut sind, eventuell. Ob die U-Signale blinkt. Hier hat das B-Signal geblinkt. Sehr schön. Oh, ein bisschen zu schnell.
Guckt euch das an, wie das hier ausgebaut ist. All die Details. Das BE-Signal blinkt. Was ich gehört habe, ist, dass es wohl anscheinend ab und an mal Bahnübergänge gibt, die nicht schließen. Und tatsächlich, also man ab und an mal, praktisch nach Zufallsprinzip, tatsächlich diese BE-Signale dann bestätigen muss. Ja, also das ist dann praktisch wie ein Halt zu erwarten. Wenn man dran vorbeifährt und es blinkt nicht, dann muss man hier einmal auf PZB wachsam drücken und dann auch anhalten. Und den Bahnübergang selbst sichern. Hier ist auch. Hier so ein kleiner Teich. Und 1,2 Kilometer noch. Auch hier das BE-Signal blinkt. Was übersehen. Da habe ich wohl. Was habe ich denn übersehen? Ich glaube, da war irgendwas mit einer 40, ne? Na gut. So, wir sind eingeschränkt auf 40. Es gibt tatsächlich kaum Kurvenüberhöhung. Das liegt daran, dass es halt in Realität hier auf dieser Strecke nahezu keine Kurvenüberhöhung gibt. Deshalb fahren auch die Züge so super langsam hier in den Kurven. Ergibt Sinn, ne? So, einmal kurz gegrüßt. Und dann halten wir hier an. Was ist das denn hier links? So. Ach, habt ihr es gehört? Wie das Signal gerade umgeschaltet ist? Das sind doch, glaube ich, diese, wie nennt man das? Spannwerk, ne? Das ist ja für die Formsignale hier. Das finde ich immer noch am tollsten, ne? Das mit diesem... Mit der Lampe. Tja, lassen wir die mal da. Da kann man dann praktisch... Ja, was macht man denn damit, wenn die so tief sind?
auswechseln, oder? Dann muss man hier wohl, glaube ich, hier unten. Ne? Hier irgendwie. Ne, ich weiß es nicht. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Schließen wir jedenfalls schon mal die Türen und gucken uns mal ein bisschen hier um in Niederdorffelden. Dann halten wir als nächstes in Gronau. Ach witzig, es gibt auch ein Gronau in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, das ist einer der Städte mit der höchsten Kriminalitätsrate oder der höchsten Mordrate oder sowas in Deutschland. Aber das Gronau in Nordrhein-Westfalen und nicht in Hessen. Hoch auf die 60. Ich muss sagen, die 628 fährt sich wirklich sehr angenehm. Sie ist so ein bisschen träge, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch einfach in Realität ein bisschen träge ist. Ist jetzt nicht unbedingt ein Beschleunigungsmonster. Kilometer noch. Also wie gesagt, hier, man erkennt das, ne? Bad Vilbel. Es ist ein bisschen dunkel. Vielleicht ist es den Lichtverhältnissen geschuldet. Da müssen wir nochmal gucken, wie das so. Vielleicht können wir das am Ende dieses Videos machen. Uns einfach mal angucken, wie es so bei Tageslicht, bei Sonnenauf- oder Untergang aussieht oder in der Nacht. Da ist es, glaube ich, dann ein bisschen besser zu erkennen. Aber generell, TSW 3 ist ja nicht so stark, was so die Beleuchtungsverhältnisse tagsüber angeht. Wir sehen es immer wieder, dass wenn ich zu sehr hier so hochschwenke, dann wird es ein bisschen dunkler, das Bild. Mit dieser Augenadaption prinzipiell ein. Oh, der Bahnübergang schien mir aber nicht gesichert zu sein. Das hat jetzt nicht geblinkt, oder? Da halte ich jetzt mal lieber vor dem Bahnübergang an. Okay, gut, Gronau ist eh. Ja, gut. Vorher sind wir eh noch in Gronau und müssen dort anhalten. Die Gebäude kommen mir bekannt vor. Ich glaube, die sind auf Dresden-Brieser das erste Mal aufgetaucht. Was ja kein Problem ist. Bisschen eher und gucken uns mal die Situation hier an, um sie mal kurz einzuschätzen. Was haben wir? Wir haben hier eine 30 zu erwarten, 30 zu erwarten und ein A, also praktisch der Anfang dieser 30er Zone. Wir haben hier eine Pfeiftafel, ein Bahnübergangssignal, das darauf hinweist, dass der BÜ nicht gesichert ist, aber der ist ja sowieso nicht gesichert, weil das unbeschränkt ist. Die Frage ist, gibt es hier einen beschränkten? Auch hier gibt es keinen beschränkten Bahnübergang. Okay, dann fahren wir einfach sehr vorsichtig ran und schauen, dass wir. Schauen, dass wir nicht in ein Auto, ups, uns da hineingerammt werden. Uns nicht in einen Unfall verwickeln lassen.
Ach doch, ja, jetzt blinkt es. Sehr gut. Sind erreicht. Und hier ist auch das E, das heißt, also jetzt können wir auch schon schneller fahren, glaube ich. Ja, genau, ab hier können wir dann 60 fahren. Hier so eine kleine Holzhütte mit einem Mix. Übrigens, wenn wir in Doppeltraktion fahren würden, müssten wir auch noch hier die Motorengruppe 2 starten. Das geht aber gar nicht. Vielleicht, weil wir auch nur ein Zug sind. So, dann sind wir gleich in Bad Vilbel und dort endet unsere Fahrt. Vorher müssen wir aber ein bisschen bremsen, weil wir zu schnell sind. Ich würde sagen, wir gucken uns danach noch kurz einmal zusammen noch den Fahrplan an. Den zeige ich euch auch direkt hier in diesem Video. Und dann gucken wir uns einmal noch kurz die Beleuchtung so bei Sonnenauf- oder Untergang an. Und nochmal eine Pfeiftafel. Das sind, glaube ich, über 40 Stück verbaut auf der Strecke. Und wir haben einen Halt zu erwarten. Das wird dann bestätigt. So, 1 Kilometer noch. EKS. Hier irgendwie ein bisschen Industrie. Also Baustellenfahrzeuge, LKW. Und halt zu erwarten. Nee, langsam fahrt ab hier. So, hier rechts wieder eine elektrifizierte Strecke. Und da vorne halten wir dann. Und zwar beim Prellbock, glaube ich. Ne? Mal langsam darauf zufahren.
und schauen, dass wir nicht über den Prellbock hinausschießen. Hier links übrigens die Güterwagen, die mitgeliefert werden. Ne? Die 365 kommt ja auch mit dazu. Mit diesen Güterzügen. Mit diesem Güterwagen hier. Um rote Beete einsammeln zu gehen. Und wir halten. Ja. Hier, das finde ich ganz gut, dass hier mal die Assets verbaut worden sind für die Fallblattanzeigen. Vielleicht kommt das ja nämlich noch irgendwann. Aber es ist ja schon mal schön, dass das überhaupt hier im Gegensatz zu Koblenz Mainz, dass das schon mal hier so mit drin ist. Wir, Moment, ich gehe mal hier kurz zum freien Spiel zurück und dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Könnten theoretisch jetzt einfach sitzen bleiben und zurückfahren. Machen wir jetzt natürlich nicht. Gucken uns dafür stattdessen nochmal ein paar Filmel um. Hier haben wir diese ES-050-Wagen. Mit roter Beete drin. Warten hier darauf, vermutlich weitergefahren zu werden, irgendwie in Richtung Frankfurt oder so. Und hier im Bad Vilbel haben wir auch wirklich grandios alles so schön ausgebaut. Immer wieder auch hier diese Kirschblütenbäume. Also, das ist echt. Das ist einfach nur schön, oder? Ich würde sagen, machen wir noch einen Screenshot. Ups. Und danach gucken wir uns noch ein bisschen den Fahrplan an. So, und einmal hier von der anderen Seite. Falsche Taste. Ach, jetzt sind da die Leute. Okay, dann einmal zurück ins Hauptmenü. Dann gehen wir mal hier zu den Zügen, Strecken auswählen, Niddertalbahn, Fahrplan. So, und dann sehen wir, diese beiden Züge haben wir hier mit der 628. Ne, das hier sind die einzelnen Züge, die man fahren kann. Immer so Pi mal Daumen um ja, so eine Stunde herum oder eine halbe Stunde. Genau. Ne? So, und dann hier mit der 365 haben wir auch ein paar Fahrten. Werden wir auch natürlich machen. Okay, gut, dann gehen wir nochmal hier hin und schauen wir, dass wir mal so früh morgens fahren. Hier so vielleicht 7.30 Uhr, ist glaube ich ganz gut im März. Um uns mal so ganz kurz nochmal die Beleuchtung anzugucken. Na, das ist zu früh, zu spät. Dann gehen wir mal mehr so in Richtung 6 Uhr. So. Nehmen wir mal hier so 6.30 Uhr. Und zwar im März. Schauen wir mal. Oh, schon etwas besser. Hier so im frühen Morgengrauen. Ja, gut, ne? Und dann, jetzt sieht man hier richtig das Ganze. Also es lag halt so ein bisschen an der Beleuchtung einfach, weil es tagsüber einfach zu hell ist für die Anzeigen. Aber hier seht ihr sie. Hier sind sie gescheit verbaut. Und was ich euch vielleicht auch noch direkt zeige, wie das Ganze hier bei Nacht aussieht. Das ist nämlich auch, glaube ich, wunderschön. So sah es zumindest in den Streams aus. Und zwar, ja, dann machen wir das hier zu Fuß. Stockheim oder, ne, bleiben wir mal in Stockheim. Ja, hier 1 Uhr morgens, let's go. Und die Uhrzeit ist hier normalerweise nicht mehr so viel los. Ja, und so, jetzt haben die Texturen geladen. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Hier die Beleuchtung. Das ist unglaublich, oder? Das ist schon. Also das sieht einfach so gut aus. Hier haben wir auch, die ganzen Züge sind auch hier abgestellt.
Hier so eine Haartafel, die so ein bisschen. Also das ist doch einfach schön, oder? Tja, so ist das. Gut, dann schreibt mir gerne mal eure Meinungen in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt, was ihr so über die Strecke denkt, ob sie was für euch ist. Und dann wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Video. Hoffentlich alles klar. Ciao.